Hit or miss? I guess I never miss. Ha! Huh. You got a boyfriend, I bet he doesn't kiss ya. Mwah. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204, aber ich denke mal, das Video sieht niemand, der nicht weiß, wer ich bin. Außerdem werden das sowieso nur 3 Leute gucken, aber für diese 3 Leute, werde ich dieses Video machen. Und noch weitere Videos. Ich habe nämlich vor, wieder neue Videos zu machen. Zumindest in naher Zukunft. Wenn alles klappt, werde ich dieses Wochenende auf jeden Fall nochmal was aufnehmen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu diesem Video. Was habe ich zu sagen? Ganz einfach. Ich bin wieder da, mehr oder weniger. Und jetzt fragen sich natürlich manche, warum bist du wieder da? Und im Grunde ist das eine berechtigte Frage. Und warum war ich überhaupt weg? Das ist auch eine berechtigte Frage. Warum war ich weg? Ich war 5 Jahre circa weg, 5,5 Jahre. Nachdem ich sehr, 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 sehr viele Videos hochgeladen habe über längere Zeit. Und auch sehr viele Fragen von euch beantwortet habe im Kommentarbereich oder privat. Oder im Chat oder in Skype oder wo auch immer. Und dann war ich plötzlich weg. Warum? Ganz einfach, weil ich ein paar persönliche Dinge zu erledigen hatte. Und naja, dann hatte ich irgendwie nicht mehr den Elan, nochmal neu anzufangen mit YouTube. Jetzt die Frage, warum bin ich jetzt wieder da? Das ist natürlich, wie gesagt, eine sehr berechtigte Frage. Und das ist eigentlich relativ witzig, mehr oder weniger. Weil ich jetzt die letzten, sagen wir mal, 2, 3 Jahre oder 4, 5 Jahre nicht wirklich viel aktiv im Internet war, eigentlich relativ wenig. Nur ein bisschen hier und da mal ein bisschen was gemacht. Ein paar Bilder hochgeladen auf Facebook oder Instagram, nichts Besonderes. Und auch nicht wirklich viel dort getan. Bis vor kurzem, dann hatte ich mal wieder Lust, ein bisschen was zu malen. Und was ich dann auf Instagram entdeckt hatte, nachdem ich ein paar Bilder hochgeladen habe, etc., das seht ihr gleich. So, das ist mein Instagram-Profil. Ist nicht so spannend. Da seht ihr ein paar Bilder, die ich gemalt habe. Zum Beispiel das hier, was ihr bereits gesehen habt. Oder den Apfel. Ja, das ist sowieso so eine ganz kuriose Geschichte um den Apfel, aber das machen wir später. Genau, hier, das ist das Bild gewesen, was ich aus Spaß gemalt habe. Das war vor kurzem, wann war das? Vor 4 Wochen. Genau, am 2. Januar, da steht's. Und ich habe, wer hätte es gedacht, Nanyan Cosplay gemalt. Und sogar ein Like von ihr erhalten, glaube ich. Ja, na, wo ist es? Ah, da. Tada. Wunderschön. Dafür tut man es gerne. Sie hat sich gefreut, vielleicht mehr oder weniger, vielleicht auch nicht. Ist mir egal, ich habe das Like bekommen. Yay, sie hat mich wahrgenommen. Okay, aber nun zum eigentlichen Thema. Ich habe da noch weitere Sachen hochgeladen. Ja, zum Beispiel ein Yangyang Cosplay bzw. Queen Cat als My Little Pony. Oder ein Bild, was ich auch noch gemalt habe, von Super Mecha Freezer. Die macht Reactions zu One Piece. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Habe ich ein bisschen was geguckt und ich gucke das immer noch. Spielt aber gar keine Rolle. Auf jeden Fall, das habe ich auch gemalt. Und dann habe ich irgendwann durch Zufall mehr oder weniger entdeckt, dass einer meiner Abonnenten hier auf Instagram, wovon ich echt nicht viele habe, 25, einer davon, ist mir dann mehr oder weniger aufgefallen. Und er hat ein Bild hochgeladen und mit der Bezeichnung Where in the world is DonF204? Also wo in der Welt ich bin, mehr oder weniger. Ja, weil ich wirklich lange nicht da war. Ich hätte nicht gedacht, dass überhaupt noch jemand an mich denkt. Das hat mich doch etwas
ich sag's mal so, irritiert. Und ich war etwas erstaunt, dass überhaupt noch Menschen an mich denken, an meinen Kanal etc. 5,5 Jahre später wohlgemerkt. Das sind 5 Jahre. Also das ist wirklich immens viel Zeit vergangen. Und naja, diesen Menschen habe ich dann in den Kommentaren angeschrieben und auch auf Facebook hatten wir ein paar Nachrichten ausgetauscht und er hat mir dieses kleine Projekt geschickt. Das möchte ich auf jeden Fall in diesem Video kurz mal anspielen. Das ist das hier. Where in the World ist Don F204? Das möchte ich auf jeden Fall anspielen. Es ist, glaube ich, nur ein 5-Minuten-Intro. Zumindest hat er das gesagt, geschrieben, wie auch immer. Aber vorher möchte ich noch auf andere Sachen eingehen. Ganz einfach auf meinen Kanal. Wuhu! Genau, ich war länger nicht da, wie ihr seht. Habe ich nicht meinen Titel, hier so ein Banner oder wie das auch immer heißt. Und ich habe viele Videos gemacht und sehr, sehr viele Videos. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und ich werde auf jeden Fall wieder neue Videos machen. Let's Plays und also von RPG Maker spielen natürlich. Und ich werde machen natürlich weitere Tutorials. Da würde ich mich freuen, wenn ihr ein paar Anregungen in die Beschreibung, ach Quatsch, in die Kommentare schreibt, nicht in die Beschreibung, sorry, in die Kommentare schreibt. Und ich werde definitiv RPG Maker XP und RPG Maker MV werde ich Tutorials machen. Ich möchte nämlich ein eigenes Spiel machen mit dem RPG Maker MV. Und da passt es eigentlich, dass ich dementsprechend auch Tutorials dazu mache. RPG Maker XP werde ich natürlich immer weiter lieben. Er wird in meinem Herzen bleiben für alle Ewigkeit. Und ja, vielleicht fällt euch auf, dass ich ein paar Sachen auf privat gestellt habe. Die 5 Videos, die habe ich auf privat gestellt. Und ich hatte sogar mal vor 6 Jahren ein Mal-Tutorial für Photoshop hochgeladen, aber nie gelistet. Und das habe ich nur ein paar Freunden gezeigt, damit die das mal kurz sichten können auf Qualität. Ich hatte dann aber wirklich einfach nicht mehr den Elan, es jemals quasi freizugeben, zu veröffentlichen, obwohl ich schon komplett fertig war. Ist eigentlich ziemlich witzig, mehr oder weniger. Und den Apfel, also das fertige Bild, das könnt ihr bei mir in Instagram sehen. Warum geht er jetzt nicht zurück? Das ist eine gute Frage. Egal. Den könnt ihr hier betrachten. Wunderschön. Wow. Toll. Vor 273 Wochen hochgeladen. Ja, das ist eine ganze Weile her. Ich werde auf jeden Fall neue Photoshop-Tutorials machen. Ich werde malen. Auf jeden Fall. Zu 100%. Habe ich mir vorgenommen. Habe ich ja bereits gemacht. Ich habe es nur nie veröffentlicht. Ja, eigentlich traurig, oder? Ja, eigentlich ist das schon traurig, dass ich das nie veröffentlicht habe. Genau, worauf wollte ich noch hinaus? Ja, ich wollte auf jeden Fall noch Danke an Nefertari sagen. Ja, Nefertari hat die letzten Jahre meinen Posten gut übernommen. Viele Videos hochgeladen. Sehr, sehr viele Videos. Wirklich sehr, sehr viele Videos. Wirklich, ihr habt mich gar nicht mehr gebraucht. Seid mal ehrlich. Aber die letzten Videos sind auch schon wieder ein Jahr her. 2 Jahre. Und hier ist dann schon 3 Jahre. Also auf gut Deutsch. Da kam auch nichts mehr, leider. Wahrscheinlich auch keine Lust mehr. Kein Elan mehr. Persönliche Probleme. Das übliche Szenario halt. In jedem Fall werde ich zu 100% neue Tutorials machen. Photoshop, RPG Maker XP, RPG Maker MV, also MV.
Und ich möchte nochmal Danke an Nefertari sagen, dass sie im Grunde da angeknüpft hat, wo ich aufgehört habe, mehr oder weniger. Sie hat natürlich schon bereits angefangen gehabt, als ich noch da war. Aber sie hatte wirklich sehr, sehr viele und sehr, sehr qualitativ hochwertige Videos hochgeladen. Kleiner Versprecher von mir, tut mir leid. Ihr könnt hier auf jeden Fall mal kurz abonnieren, wenn ihr mal dabei seid, gerade auf YouTube seid. Sonst würdet ihr das Video nicht sehen wahrscheinlich. Auf jeden Fall abonnieren, falls Nefertari mal jemals wiederkommt. Auf jeden Fall grüße ich dich, Nefertari. Sehr schöne Videos. Ich habe mir ein paar angeguckt. Jetzt nicht mit dem YouTube-Profil, sondern mit dem anderen YouTube-Profil. Ich habe noch ein zweites, mehr oder weniger. Auf jeden Fall habe ich mir die Videos da angeguckt und deinen Kanal auch über die letzten Jahre hin und wieder mal verfolgt. Stillschweigend habe ich mir ein paar Videos angeguckt und ich war sehr überzeugt von der Qualität und bin auch sehr traurig, dass du keine Videos mehr machst. Aber das ist nicht schlimm. Ich verstehe es. Ich bin der Letzte, der da was sagen darf. Auf jeden Fall danke an Nefertari. Und habe ich irgendwas vergessen zu sagen? Ach, ich hätte mir aufschreiben sollen, was ich sagen möchte. Ich hätte es mir wirklich aufschreiben sollen. Egal. Egal. Auf jeden Fall. Ja, wenn ich was vergessen habe, mache ich nochmal ein neues Video. Das ist nicht das Problem. Auf jeden Fall werde ich jetzt das Spiel spielen. Where in the World is Don F204? So, fangen wir mit dem Spiel an. Ich hoffe, die Lautstärke ist nicht zu laut von dem Spiel. Ich habe auf jeden Fall die Spielmusik ausgeschalten. In Anraten des Produzenten, des Spieleentwicklers, wie auch immer. Dieses Spiel ist von Evermore Productions. Oh, schwer zu lesen. Evermore Productions. Und beziehungsweise er hat sich in der E-Mail als Evermore Secret vorgestellt. Also Secret of Evermore, nur ohne Off und umgekehrt. Evermore Productions. Ich weiß nicht, worum es in diesem Spiel geht. Where in the World is Don F204? Ich werde es starten. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Wirklich nicht. Ich habe es noch nie gestartet. Ich habe die Musik ausgeschalten, weil ich nicht gecopystrikt werden will. Aber die Soundeffekte müssten eigentlich an sein. Ich hoffe, die sind nicht zu laut. Okay. New Game. Dämon. Wo steckt dieser Don F204 bloß? Wartet, ich muss mal kurz meinen Sound leiser machen. So, das war dann doch ganz schön laut. Ich mache mal vielleicht auch den Spielsound ein bisschen leiser im Allgemeinen. So, Dämon, wo steckt dieser Donf204 bloß? Kleriker. Ich habe Gerüchte gehört, dass er mit dem Quellcode des Makers verschmolzen sein soll. Oh mein Gott. Okay. Dämon. Das ist gruselig. Seine Macht wäre unvorstellbar, wenn das wahr wäre. Kleriker. Sorry, Kleriker. Schon, aber wenn die Welt ihn wieder braucht, wird er zurückkehren. Oh ja, das werde ich. Und hier bin ich. Ich bin mir sicher, dass er es wird. Dämon. Die Welt braucht ihn schon längst. Keine vernünftigen XP-Tutorials mehr seit Jahren. Okay, ja, das mag sein. Der XP ist eigentlich tot. Mehr oder weniger selbst ich werde auf den MV umsteigen wahrscheinlich. Aber ich werde beides machen. Und ich werde auch ein kleines XP-Spiel machen, habe ich noch vor. Aber nur ein kleineres. Egal, zurück zum Spiel. Dämon. Der Boden, den er einst bestellt hat, beginnt auszutrocknen. Kleriker, musst du jedes Mal anfangen, so geschwollen zu reden? Das nervt. Dämon. Hey,
Ich habe diesen Dialog nicht geschrieben, also gib mir nicht die Schuld für diesen Mist hier. Alles, was ich heute machen wollte, war in aller Ruhe aufstehen, ein paar Seelen verschlingen und mit einer schönen Tasse Kaffee runterspülen. Stattdessen stehen wir hier im Regen am Hinterteil der Welt und jagen einer mystischen Figur hinterher. Kleriker. Was heißt hier mystisch? Der Typ existiert. Du weißt, dass er existiert. Er ist real wie du. Naja, vielleicht nicht genau wie du, aber es gibt ihn und wir müssen ihn finden. Es ist unser Schicksal. Schicksal? Schicksal? Nun, bist du es, der hier geschwollen redet? Wieso müssen wir diesen, wie hieß er noch gleich? Don F204. Ja, wie auch immer. Wieso ist ein Typ, der gerade mal ein paar tausend Abonnenten auf YouTube hatte und das vor über 5 Jahren so unheimlich wichtig für die Welt? Kleriker, erinnerst du dich noch, was ich dir über die losen Enden im Leben erzählt habe? Holy shit! Hör bloß auf davon, kriege ich jetzt schon Albträume von dieser Predigt. Und dieser Typ, dieser Don F204. Genau. Also, hat der echt lose Enden hinterlassen? Ja! Hat er. Und deswegen wollen ihn auch so viele finden. So viele? Wer sucht mich denn? Ich glaube, dieses Video gucken nur 3 Leute. Wirklich, Leute. Das guckt keiner. Egal, was du gedacht hast, als du dieses Spiel gemacht hast. 3 Leute, maximal. Guck auf die Views, 3 Leute. Mich eingeschlossen. Also eigentlich nur 2. Dämon. Okay. Ja. Das ändert alles. Wir müssen ihn finden. Schlimme Sache, sowas. Lose Enden sind nicht lustig. Oh doch. Warum lache ich über sowas? Warum lache ich? Oh Mann, das ist überhaupt nicht lustig. Doch, eigentlich schon. Kleriker, jupp. Dämon, ich wage kaum zu fragen. Aber was genau für ein loses Ende hat er hinterlassen? Das frage ich mich auch gerade. Kleriker. Sorry. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Ja, seit 5 Jahren. Nein. Wann quatsche ich hier eine Paste? Aber so bin ich, so kennt ihr mich. Und so liebt ihr mich. Nein, tut ihr nicht. Kleriker. Er hat sein letztes Mapping-Tutorial nicht zu Ende gemacht. Oh mein Gott, ich habe so vieles nicht zu Ende gemacht, Dude. Oh nein, rotes Licht. Lachen. Warum lachen? Okay, geht das noch weiter? Oder war's das? Es war's. Okay, Leute, das war's. Es war echt interessant, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass irgendjemand dieses Video gucken wird. Also 2 Leute plus mich sind 3 Leute. Also ich glaube 3 Leute werden es gucken. Aber für diese 3 Leute habe ich dieses Video gemacht und für diese 3 Leute werde ich auch in Zukunft weiter Tutorials machen. Ihr könnt mir auch gerne auf irgendeine Art und Weise, zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook oder wo auch immer, Download-Links zu euren Spielen schicken. Vielleicht spiele ich diese ja auch, let's play sie. Oder auch nicht. Je nachdem, wie ich Lust, Zeit und Langeweile habe. Aber ich würde mich freuen. Ich werde auf jeden Fall noch ein Let's Play von, oh, wie heißt es? Flesk, genau. Von Flesk aufnehmen. Von Pegistmo auf YouTube. Pegistmo heißt dieser nette Herr. Er hat übrigens ein gutes Mapping-Tutorial hochgeladen, aber das schon vor Ewigkeiten, vor 6 Jahren. Pegistmo heißt er. Ich packe wahrscheinlich einen Link in die Videobeschreibung zu ihm, Pegistmo, zu Never
Nefertari. Boah, Nefertari, schwierig auszusprechen. Zumindest für mich. Für mich ist alles schwierig auszusprechen. auf jeden Fall war es das erstmal für mich für heute. Ich werde ein paar Tutorials planen. Ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht, was ich machen könnte. Und ich würde mich auch über Anregungen in den Kommentarbereich freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr, falls ihr Nefertari kennt, ihr mal einen Gruß von mir ausrichtet. Und wenn sie sich vielleicht auch mal auf YouTube wieder melden würde. Aber das ist kein Zwang. Ich, wie gesagt, bin der Letzte, der nicht verstehen würde, warum man eine Zeit lang von YouTube entfernt ist. Genau. So, ich hoffe, die Tonqualität war so halbwegs gut und ich war verständlich. Ich werde hier die Aufnahme stoppen. Also sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem RPG Maker. Und ich hoffe, ich bekomme ein paar Spielchen von euch, die ich dann auch mal antesten kann. Vielleicht bringt ihr mich zum Lachen, wenn selbst Where in the World is Don F204 mich zum Lachen gebracht hat. Ich hoffe, er macht das Spiel weiter. Das ist echt cool. Es ist wirklich cool. Es gefällt mir. Ich musste lachen. Und das ist das, glaube ich, was er damit bezwecken wollte. So wie ich mich gefreut habe, dass Nyan Nyan Cosplay mein Bild geliked hat. Oder Super Mecha Freezer auch mein Bild geliked hat. Ich glaube, man freut sich, wenn die Menschen, für die man das Projekt erstellt, sich über das Projekt freuen. Ich glaube, zumindest geht es mir so. Alles andere ist egal, was andere darüber denken, ist eigentlich relativ, naja, für den, für das Hinterteil. Auf jeden Fall, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer DonF204 und reingehauen.